Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play For Honor. Letztes Mal hatte ich eine ganze Siegesserie und die hoffe ich, diesmal auch fortsetzen zu können. Wir sind noch im gleichen Team. Ich glaube nicht, dass die anderen aus der Session ausgestiegen sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte sein, dass das doch andere Spieler sind. Kein Plan. Ich verstehe das Matchmaking nicht immer so ganz. Ja, doch, das sind andere. Und wir haben diesmal einen Bot dabei. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal glaube ich nicht, dass Bots dabei waren. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich frage mich, ob das wird. Mein Level ist, wie man sieht, wieder mal geringer als das meines Teams und auch geringer als das meiner Gegner. Was mich gerade wundert ist, dass man in diesen Lorbeerkränzchen bei den jeweiligen Logos des Spielers, ich bin Tampor, bei mir immer noch 0 sieht. Ich hätte eigentlich gedacht, ich wäre Level 8, aber keine Ahnung. Merkwürdig. Es ist das gleiche Level letztes Mal, nur andere Wetterverhältnisse, glaube ich. Auf jeden Fall ein cooles Level. Und grafisch, wie ich finde, so im Schnee mit das coolste. Zone A eingenommen. Wobei letztes Mal hatten wir, glaube ich, doch ein anderes Level, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Nein, letztes Mal war ein anderes Level. Das war ein anderes Level. Oh, was war? Zone A verloren. So. Mal Punkt C einnehmen gleich. Zone C eingenommen. Okay, und dann Zone B würde ich sagen. Wie komme ich hier runter? Ja, genau, hier hinten, oder? Komme ich hier runter? Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass es geht. Sehr cool. Zone C verloren. Oh oh. Ah, die Sonne scheint auf dich herab, mein Freund. Gut. Oh, ich habe ganz vergessen, die Zeit zu setzen. Sekunde. Nein! Ah, du Sack. Ah, das ist ein Centurio. Von dem habe ich letztes Mal ja gesprochen. Das ist eine. Nee, nicht der Centurio, aber das ist eine der neuen Klassen auf jeden Fall. Also ein antiker Kämpfer und nicht ein Ritter oder Samurai. Nein. Ah, verdammt. Auch noch ein Bot? Mann, ey. Ah, das ist... Das tut weh, wenn man von einem Bot getötet wird. Das ist nicht schön. Ist irgendjemand in meiner Gegend? Nö, ne? Ja, dann respawnen. Dann gleich mal Punkt C wieder einnehmen. Was? Der hat einfach die Sitzung verlassen? Oh nee. Das wäre hier gewesen, oder? Ah, verdammt. Nee, okay, das war er dann noch nicht. Auf jeden Fall sehr schlecht, wenn man einen Spieler verliert. Zone C eingenommen. Weil die Bots normalerweise echt nicht so clever sind. Zone C verloren. Ah, und nochmal, komm schon. So. Wir treiben sie zurück. Runde C ist unser. So. C eingenommen. Und dann, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner?
da unten bei B. Dann mache ich wieder diesen heldenhaften Sprung hier runter. Wie war das mit B, oder? Wieso geht das nicht? Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Keine Ahnung warum. Oh oh, schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Ah, ja gut. 3 gegen 1 ist so semi-fair, würde ich sagen. Ich denke, der wird auch nicht gegen die gewinnen, oder? Zone C verloren. Nee. Zone A eingenommen. Okay, Zone C gleich mal wieder zurückerobern. Hey, wo läufst du? Alter, okay, ist gar nicht Punkt C. Gut, ja dann, ich hab nicht gesagt. Du hast wohl recht. Eingenommen. Sag mal, geht's noch? Ich kann ja gar nichts machen hier. Zone A verloren. Ja. Ich schulde dir was. Scheiße. Na, warte du. Zone A eingenommen. Die schnapp ich mir. Was? Wie? Mann, ey, ein Schlag noch. Ein Schlag hätte gereicht. Ah, frustrierend. Sehr frustrierend. Kann doch bestimmt jemand hier wieder geben, oder? Na, ah, nee, ist einer gegen drei. Das wird so nix. So, Punkt B ist der... unten, der Hauptpunkt, das heißt, ich muss mich ins Türmel stürzen. Das ist der einzige, der uns noch nicht gehört. Was? Wie? Wo? Ah. Nein, der Falsche! Du hast den Falschen angelockt, Mann! Oh je, das sieht gerade gar nicht gut aus für uns. Das sieht gerade gar nicht gut aus für uns. Oh. Muss Punkt A einnehmen. So. Nein, lauf! Muss Punkt A einnehmen. Ah, nein. Okay, keine Chance gegen 3. Ah. Und wieder einmal kommt dieser verhüllte Einbruch. Genau dann, wenn ich sterbe. Das kann doch kein Zufall. Das kann kein Zufall sein. Echt nicht. Dieses Spiel hasst mich. Wo ist Punkt A? Da ist Punkt A. Ich muss Punkt A einnehmen. Wir brauchen die Punkte dringend. Ach, stirb!
Okay. Gut, 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 gut. Jetzt, was fehlt uns noch? Punkt C. Dein Team bricht ein. Was zur Hölle? Warum kann ich nichts machen hier? Ich hab geblockt. Ich kann nicht blocken. Ich möchte ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Ich krieg echt Krämpfe hier in die Hände. Das kann doch nicht sein. Warum kann die einfach alle meine Attacken überspringen und ich kann nichts blocken? Was zur Hölle? Das ist eigentlich genau das Gegenteil von sowas wie Street Fighter, wo man genau weiß, ah, deswegen habe ich verloren. Jetzt haben wir so knapp verloren. Das war so knapp. Oh, ey. Mann, ey. Okay, diesmal war ich aber auch echt schlecht. Boah. Oh, Mann. Haben wir hier Neues? Brust? Nee. Ist schon okay so. Nee, auf keinen Fall. Das mit der Ausdauer hatten wir schon mal. Nee, passt. Waffe. Alles gut. Tür dann. Neue Farben. Ach, warum nicht? Wobei... eigentlich wäre Blau besser. Zweite Luft. Du regenerierst einen Teil deiner Gesundheit. So, was haben wir da? Hier kann ich auf bereit gehen. So, passt. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob ich schon andere Fähigkeiten freigeschaltet habe oder nicht. Ich denke, nächste Runde werde ich aber definitiv meine Ausrüstung ein bisschen verbessern. Denn wenn ihr oben links seht, ihr, ja, was ich so an Geld habe. Und die Ausrüstung verbessern ist meist sowas um die 80 bis 100 Gold und noch ein bisschen Schrott. Und Schrott bekommt man, indem man Ausrüstung, die man doppelt hat oder so, einfach nochmal zerlegt. Also die man nicht braucht, zerlegt man. Dann hat man Schrott. Schrott plus Geld gleich genug Ressourcen zum Aufrüsten der derzeitigen Ausrüstung. Alternativ kann man auch zum Beispiel die Ausrüstungsgegenstände, die man hat, ummodellieren. Soll heißen, wenn einem die Stats gefallen, aber das Aussehen der Rüstung nicht, dann kann man das Rüstungsteil anpassen gegen einen kleinen Sold halt. Das sind meistens so 65 Gold bei Level 1 und 85 bei Level 2. Mein Helm zum Beispiel ist eigentlich Level 2, ich habe ihn aber ummodelliert, damit er wieder so ausschaut wie der Standardhelm, weil ich den ganz cool finde. Und ja. Hm. Wie sieht's denn hier aus? Die anderen haben einmal Level 4. Ich nehme an, dass das Level ist. Und wir haben einen, der ist Level 1. Hm. Ich möchte jetzt nicht schon den Teufel an die Wand malen, aber ich fürchte ja, dass wir schrecklich versagen werden. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, also mal schauen. Vielleicht wird das ja was. Die Ladezeiten sind relativ lange, wie ihr merkt. Finde ich schade. Aber ja, solange das ganz stabil läuft wie bisher, dann da habe ich nichts gegen. Wenn es ein bisschen länger dauert. Gleich mal zu C. Ihr merkt schon, das ist mein Lieblingsbuchstabe hier. C.
Zone C, Zone A eingenommen. Ah, der Sack hat das Gitter runtergelassen. Nicht schlecht. Well played, well played. Ah, ich muss hier weglaufen. Ich muss zur C. Okay, ich kann schon mal meinen Sarg bereit machen, denn das hier werde ich nicht überleben. Ja. Aber da mir das ganze gegnerische Team nachgelaufen ist, hoffe ich mal, dass mein Team... Nö, haben sie nicht. Ich hätte gehofft, die hätten das ausgenutzt und dann halt die anderen Punkte besetzt, aber nein. Leider nicht. Zone C eingenommen. Ja, zumindest haben wir jetzt Zone C. So, Zone A. Das ist mein neues Ziel. Ich war anfangs, als das Spiel vorgestellt wurde, ja so ein bisschen kritisch, weil ich das nicht so geil fand, dass sie einfach ja, alles so miteinander mischen. Aber mittlerweile stört mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Generell, die Vorstellung damals auf der E3 müsste gewesen sein, die war richtig klasse. Als der Game Director auf die Bühne kam, das war so ein Typ mit einem Krückstock. Mit einem Gehstock vor dir. War schon eine der unerwarteten Vorstellungen. Und machte auch gleich einen guten Eindruck, das Spiel. Interessantes neues Konzept und so. Ich freue mich auch schon auf die diesjährige E3. Das ist für mich immer so ein Ritual, dass ich mir die dann die Nacht durch anschaue. Zone C, verloren. Und mich dann am Morgen danach halb tot in Kurse schleppe. Nein! Oh. Das war wohl nix. Na, zumindest führen wir gerade. Wie sieht's denn hier aus? Ne, da kommt gerade keiner von uns ran. Das finde ich übrigens super, dass man diese Ansicht so schön detailliert hier hat. Damit hat man zumindest taktisch ein bisschen einen Überblick. Ich hoffe, irgendjemand hat das Gatter wieder hochgezogen. Das wäre sehr praktisch, wenn ich jetzt versuche, zu Punkt C zu kommen. Zone A, verloren. Oh Gott, wir müssen jetzt echt uns ranhalten. Das geht so nicht. Wir können nicht dem Gegner 3 Punkte überlassen. Wenn man sieht, sein Konto füllt sich gerade rekordverdächtig schnell auf. Und die Sonne scheint. So. Und der Punkt gehört uns. Oder? Nicht? Nee? Oh. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Zone A eingenommen. Entschuldigung. So. Zone A gehört uns. Und dann. Zone C. Da muss ich jetzt hin. Zack, 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 zack. Los. Lauf, Junge, lauf! Wir brauchen die Punkte. Da. Oh, mir wird schlecht. Aber ich hab doch geblockt. Ich war doch genau in die Richtung. Was, wie, wo? Zone A verloren. Was? Ah, stimmt. Ich habe geblutet. Verdammt. Oh, niemand wird mich hier wiederbeleben, oder? Nee, natürlich nicht. So, gleich mal Zone A wieder einnehmen. Sonst ist das hier sehr schnell vorbei. Hier ist doch gerade niemand. Super.
Sehr gut. Was kann ich hier machen? Zone A eingenommen. Nee, das ist geht da nicht runter. Vorbei? Doch, ich lasse es geht da runter. So. Und jetzt Zone C. Schnell, 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 schnell. Sonst ist gerade niemand hier, so wie ich das sehe. Ja. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Haha. Super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Und jetzt dem Gegner in den Rücken fallen. Zone C verloren. So, jetzt noch Zone B. Haben wir die? Kommt schon. Wie? Die müsste uns doch jetzt gehören. Ah, geht doch. So, was fehlt uns jetzt? C. C, C, C. Komm schon, komm schon. Lauf, 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 lauf. Hier ist gerade niemand. Okay, 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 okay. Und... So, das feindliche Team bricht ein. Der Feind hat sich erholt. Oh. Oh nein. Oh, verdammt. Kommt schon, Leute. Wir können noch gewinnen. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. So, was jetzt? C. Nein. Nein! Das feindliche Team. Ich wollte gerade den anderen wiederbeleben. Ja, super, danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich hole uns mal gleich C, damit wir das Ding hier gewinnen können. Na, du Sack, ey. Ich habe keine Chance gegen den. Ja, da kann ich mich auch im Kopf stellen. Ich werde nie gegen den gewinnen. Mann. Ja, dann macht doch den noch fertig, glaube ich. Oder? Ah, ich werde wiederbelebt. Sehr gut. So, C gehört uns. A brauchen wir noch. Und, oh, hier brauchen meine Verbündeten Hilfe. So, also C gehört uns, A gehört uns, jetzt noch... Nee, Moment, A gehört den anderen, verdammt. Mal A. Zurückerobern. Ah, gewonnen. Geil. Great success. Na dann, das nenne ich doch mal ein höchst erfreuliches Erlebnis. Ne? Und ich denke, damit können wir für heute auch abschließen. Ah. Falls euch das Video gefallen hat, ja, ihr kennt die Prozedur, lasst ein Abo da, kommentiert oder liked das Ding und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und tschüss.